Und heute zeige ich euch, wie ihr ein Osterei macht. Dafür braucht ihr ein Ei, das müsst ihr auslernen. Dann müsst ihr es trocknen mit einem Tuch, ungefähr so wie ich. Und dann müsst ihr es noch ein bisschen so schütteln, damit das Rest rauskommt. Bei mir ist jetzt nichts mehr drin. Also fast nichts mehr drin. So, alles raus. Und dann könnt ihr irgendein Muster machen, euer Wahl. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal die hier. Also bei mir ist jetzt nicht komplett ausgetrocknet. Und wenn bei euch nicht komplett trocken ist, dann müsst ihr das ein paar Mal so wickeln. Dann umdrehen, wickeln. Dann müsst ihr es da rein tun. So. So. Jetzt nochmal gründlich. Gut. Und dann könnt ihr viel besser malen. Ich mach mal die eine Seite so. Das schaut dann ungefähr am Anfang so aus. Jetzt nehme ich mal die Rot. Ich guck mal, ob es mit dem Stiften viel besser funktioniert. Wow, die funktionieren wirklich gut. So. Und dann müsst ihr noch mehr machen. Mehr. So zwei Farben. Perfekt. Jetzt nehme ich mal die Grün. So. So. Hier noch ein bisschen und hier. Jetzt nehme ich mal die Blau. Und liken nicht vergessen und kommentieren und abonnieren. Und natürlich die Glocke wegmachen. So, die Blau. Nehme ich die Gelb. Oh, die Gelb ist aber super. Und so. Ich nehme mal die Braun. Dann nehme ich die Schwarz. Und hier. Und hier.
Dann nehme ich wieder die Farbe. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr auch so eins geschafft habt. Dann nehme ich wieder die Grün. Und jetzt kommt das Letzte. Ich nehme den hier. So sieht jetzt mein Osterei aus. Ich bin noch nicht fertig. Ich mache noch ein paar Muster rein und die zeige ich euch dann gleich. Dafür nehme ich den hier. Mach so Zickzacke rein und Kreise und so. Das ist echt schwierig, auf einem Ei zu malen. Und jetzt mache ich Kreise. So, hier. Das mit dem Kreise dauert ein bisschen länger. So. Und, jetzt mache ich. So. Jetzt könnte ich das hier machen. So. Hier. Und hier unten mache ich noch das hier. Und schreibt in die Kommentare, wie gut das ist. Ich zeige euch noch mal kurz von allen Richtungen. Und ja, bis nächstes Mal.